im Hintergrund die Philipshöhe, dann weiter vorne das Grüntal, vor lauter Bäumen nichts zu sehen. Bin da ausgegangen an dem Tal, an der sumpfigen Stelle habe ich das den Weg benutzt bis zu der Stelle, die mir schon immer komisch vorkam, wo ich sagte, das könnte eventuell ein Stolleneingang sein, aber ich sag's nicht. Na, das ist ein Hohlweg. Den bin ich jetzt also hoch. Sehr steil ist der. Ein Stückchen oberhalb des Weges, nicht des Hohlweges, sondern unten des Wanderweges, sage ich jetzt dazu, war ein kleineres Podium. Jetzt, wo das Gelände nicht mehr ganz so steil ist, stoße ich hier auf etwas, was so aussieht, von unten, von hier aus, wie ein Meilerplatz, Holzkohlmeilerplatz. Rechter Hand ist auch eine Veränderung, wobei das hier aber eher aussieht wie eine Grube. Möglicherweise sind beides Gruben. Ich verlasse mal den Hohlweg hier, der an dieser Stelle auch ziemlich undeutlich ist. So links von der Berge. Ja, und es ist tatsächlich kein Kohlenmeilerplatz, sondern ein tiefes Loch. Durchmesser, irgendwas zwischen 5 bis 10 Meter, eher bei 10 Meter, so auf den ersten Blick. Solche Löcher bin ich ja hier im Hagener Raum schon öfters begegnet, wobei sich immer die Frage stellt, Bombentrichter oder nicht. Nach vorne sieht man viel Nadel und Laubbaum. Gehölz, sage ich dazu, so dass man hier von Steinen nichts sieht, die vielleicht von der Sprengung herholen könnten. Ja, erste Überraschung. Ja, und wenn ich mich jetzt umdrehe, linke Hand genau das gleiche. Damit fällt die Theorie Bombentrichter schon ziemlich aus. Obwohl nach unten hin, zum Tal hin, ist so eine kleine Wallbildung. Ups. Ja, auf Ästen muss man Acht geben, da kann man abrutschen. Ja, ziemlich viel Müll da drin. Korbmäßig, eimermäßig. Da oben sieht es nach einem Stück Schubkarre aus. Oder etwas Ähnlichem. Neben dem Eimer. Kann auch ein Rasenmäher sein, kann ich von hier aus nicht erkennen. Ja, und hier zwischen der Hohlweg, der verliert sich. Ich vermute mal, dass das alles einen Zusammenhang hat. Oberhalb des linken Loches ist hier so eine leichte pfadartige Struktur. Darüber nochmal so ein kleiner Absatz wie von einem Pfad. Ansonsten ist das Gelände hier ziemlich unübersichtlich und es ist auch Schonung. Das heißt, eigentlich sollte man sich hier nicht aufhalten. Ich gebe zu bekennen, aber die Neugier hat mich doch hierher getrieben. Ja, aber es lohnt sich. Ein kleines Podium, zwei tiefe Löcher, ungefähr auf einer Höhe nebeneinander. Frage Pinger, Frage Bombentrichter. Der Hohlweg, der genau dazwischen führt, durchführt, eigentlich nicht für Bombentrichter. So viel erstmal. Ich stehe jetzt oberhalb des östlicheren Loches. Mehr zum Vormetal hin
Lass den Blick über das Gelände. Lass dich davon schweifen, ob da noch mehr ist. Ich erkenne aber nichts. Gebe zu bedenken, hier ist sehr viel Gestrüpp. Das große Loch vor mir ist so gesehen ziemlich sauber im Vergleich zu dem anderen. Dieses habe ich jetzt rechts im Bild. Man erkennt hier gar nicht, dass da ein Hohlweg dazwischen ist. Das müsste eigentlich der Fall sein. Oberhalb des anderen Loches, also das östlichere, nein, westlichere, Entschuldigung, lässt von hier aus auch keinen Pfad erkennen. Es führt auch kein Pfad hierüber. Der Boden ist hier sehr uneben. Der sieht also aufgeraut aus, aber das wird wohl maschinell gemacht worden sein. Hier vor mir sieht es wieder ein bisschen nach Hohlweg aus. Muss ich aber erst noch vorsichtig rübersteigen, weil vor mir ist eine Rinne. Ja. Ja, hier deutet sich der Hohlweg nur noch schwach an. Ich gehe mal über den Hohlweg, um nochmal die Rinne, die oberhalb des Loches sich befindet, zu zeigen. Also hier deutet sich oberhalb davon noch eine zweite an. Man könnte das beides auch für eine Harvesterspur halten. Das lasse ich jetzt mal offen. Das ist so nicht weiter zu erkennen, weil diese beiden Spuren werden auch zu dem Baum da hinten hin wieder undeutlich. Nach Westen hin zu am Plattenberg sehe ich dann auch keine weiteren Gruben. Über mir sind grüne Stellen zu erkennen. Das ist also Wildesungszone, die darf man nicht betreten. Tue ich dann auch nicht. Der Hohlweg ist ja auch nicht weiter zu verfolgen. Ich versuche mal mein Glück noch ein Stück. So viel aus dem Grüntal bei Hageecke sei. Öfter was Neues. Das Gelände oberhalb der beiden Löcher wird flacher. Wie gesagt, verschiedentlich schon Wiesen zu erkennen. Weidefläche sozusagen, Äsungsfläche. Der Hohlweg endet tatsächlich bei diesen beiden tiefen Gruben. Die sind auch sehr steil. Das hatte mich ja so irritiert. Ja. Nach oben hin kann ich schlecht weiter. Da weiche ich jetzt mal seitlich aus in Richtung Eckesei. Noch in Sichtweite des östlichen der beiden Trichterlöcher erreiche ich vor mir eine flache, rundliche Fläche mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ein Holzkohlenmeilerplatz. Man kann also auch hier wie am Nordhang der Hesterhardt, wo ich letztes nicht gefilmt habe, von einem kleinen Gewerbegebiet sprechen. Interessant, wahrscheinlich wenig betreten bislang aufgrund der Wildschutzzone. Bitte das auch zu berücksichtigen. Hier zieht sich gleich ein grüner Streifen runter. Bin mir noch nicht sicher, ob das der Weg ist. So viel vom Plattenberg. Der Holzkohlenmeilerplatz. Nochmal
also mit hoher Wahrscheinlichkeit noch unbestätigt. Hinter dem Gestrüpp der zweite Bombtrichter, Fragezeichen. Das sind nicht die beiden einzigen, sehe ich gerade, sondern hier ist noch so ein Loch weiter östlich. So ziemlich alle drei in einer Reihe. Und zwar da in dem Übergangsbereich vom steilen in etwas flacheres Gelände. Auch dieses Loch ziemlich rund. In diesem Fall ohne viel Abfallgestrüpp. Ich sehe nur Holzreste, Laubreste und sowas. Es könnte sich also theoretisch um drei Bombentrichter in einer Reihe handeln, sodass ich das mit dem Gewerbegebiet noch ein bisschen offen halten möchte. Da nochmal der mittlere, der westlichste ist schon nicht mehr zu sehen dahinter. Interessantes Gelände am Plattenberg. Abschließend, mittlerweile bin ich in einem Art Kiefernwald gekommen, wo das Farn noch ziemlich hoch steht, das Gelände aber flach ist, kann ich sagen, dass hier keine tiefen Löcher oder auch Podium und ähnliches mehr zu finden sind. Natürliches Gelände. Ich bin hier einer Harvester-Spur gefolgt, die sich ziemlich tief in das Gelände eingeschnitten hat. Auch dort keine Auffälligkeiten. Ich folge jetzt der Harvester-Spur zurück auf dem Weg, wo ich eigentlich lang gehen wollte, vom Grüntal aus, bis mich halt der Hohlweg auf seine Fährte gezogen hat. Ein Blick zurück, die tiefe Furche. Rechts davon schließe ich noch eine Harvesterspur an. Ich bin hier in einem seichten, steilen Tal angekommen, das noch zum Plattenberg selbst gehören dürfte. Bevor ich den Weg unter mir erreiche, sehe ich, dass der Harvester ein halbkreisförmiges Podium, sage ich jetzt einfach mal dazu, durchfahren hat. Das schaue ich mir noch näher an und darunter sieht man dann gleich den Weg. Noch ein Blick in Richtung Eckesal. Allmählich gewinnt man einen Überblick. Vor mir die Halle des Bauhauses. Hier befinden sich Baumärkte. Rechts im Hintergrund erkennt man auch das Hochhaus der Agentur für Arbeit Hagen. Hier der verziegelte Lehm in der Fahrspur. Hier deutet darauf hin, dass hier ein Feuer gebrannt hat. Möglicherweise ist das hier auch ein Holzkohlenmeilerplatz gewesen, auch wenn mir das ein bisschen schmal vorkommt. Und es ist wohl eher auch eine längliche Plattform. Abschließend nochmal ein Blick zur Fuhrparkbrücke, in diesem Fall zum Bauhaus. Zum Bahnbetriebswerk Eck und zur Innenstadt mit dem erwähnten Hochhaus. Rolling home. Aber so wenig. Na, mein Wolf ist cooler Weg schon.